Ich würde mir halt wünschen, dass man nicht immer über die spricht, die vorher da waren, was alles schlecht war, sondern dass man, wenn man das erkennt für sich, dass man aber Dinge ändern muss, die ändert, aber das andere weglässt. Und was hindert ihn aber dabei, im Endeffekt das zu ändern und gleichzeitig eine gute Saison zu spielen? Weil das kann man ja. Ja. Wenn er was ändern muss, soll er es tun, soll nicht immer drüber reden und soll schauen, dass die Mannschaft besser spielt. Rückwärtsgerichtetheit bringt auch, glaube ich, gar nichts, weil es ist ja vorbei. Von der Seite kann es dann immer nur darum gehen, vielleicht, wie es so schön auf Hessisch heißt, cover my ass, also um sich selbst vielleicht bestimmte Dinge zu erklären, warum sie nicht so gelaufen sind. Also vom Prinzip sehr schwierig. Ich glaube auch, generell ist man gut beraten, im Leben nach vorne zu gucken und die Dinge anzupacken. Dann gibt es vielleicht irgendwann die Gelegenheit, mal bestimmte Dinge zu erklären. Aber im Vorhinein ist es, glaube ich, schwierig. Er ist ein halbes Jahr auf Schalke, aber er spricht immer nur von Mainz. Also vielleicht sollte er mal Da war er ja auch übergehen. Sportlich erfolgreicher. Das aber man muss ja sagen, die Hinrunde ist das kann doch nicht alles von Mainz jetzt projizieren, was gut war. Wenn das gut war, dann kann ich es doch rüberbringen, aber muss nicht immer davon sprechen. Davon muss ich nicht immer sprechen.